Achso, warte. Wie heißen die? Card Game? Yes. Hey, Tobi. Ich meine Dennis. Nein, ich öffne Dragon Ball, ne? Achu. Du nennst mich Tobi? Wie nimmt man die hier raus? Also soll ich die hier raussuchen? Nee, kann ich ja nicht auch. Oh mein Gott, Digga, das ist deine Dingskarte. Okay, ich nehme die schon raus, weil ich glaube, die wäre sonst den Dings nehmen. Guck mal. Okay. Hier ist immer so eine Homo-Karte. Happy Holidays, Digga. Ja. Nice, sie sieht ja richtig sick aus. Ich feier so bei diesen Sets immer diese Rares, so die haben so, das ist so ein... Digga, Emily, guck mal, Happy Holidays und so, fuck. So eine Schelle. Ja, so, also, die ist jetzt halt bei allen hier drin, ne? Eine Tin. Nee, also wir können, also die sind, also ich wollte die halt als Lager benutzen, so, ne? Das hier ist dann Müll. Achso. Mehr Karten, nee, die können da nicht bleiben erstmal. Das ist keine Display, Tobi. Das sind so, achso, Special Boxen einfach nur. Ist ja überall die gleichen drin? Ja, ne? Ja. Ah, den hast du ja schon rausgenommen, ne? Nee. Hä? Ja? Ich hoffe schon, ich hoffe mal. Nicht, dass du gescampt wurdest. Schon wieder. Das war die. Ah, Auto ist schon weg. Achso, ja, die haben fliehenden Wechsel gemacht. Ah, nee, er ist wieder da. Mhm. Ja, Digga, mein Aber mach den dritten Pack von rechts auf. Den dritten Pack von rechts, ja warte, ich muss erstmal hier. Oh, das sind die Promokarten? Das hier sind die Promokarten. Aber die Promokarten sieht schon geil aus, ey. Schon sexy, ne? Ich wollte damit einen ganzen Ordnerseite füllen, deswegen habe ich nochmal zwei von den Dingern bestellt. Erste Kippe. Ganze weißt du, Seite. Anstatt die eine Karte zu kaufen, auf Karten. Ich habe nochmal die ganze Giftbox bestellt. Genau so. Was ist darin die beste Karte? Ich bin nicht süchtig, by the way. Tobi, ich kann dir jetzt nicht von allen Preisen von allen Karten die Preise nennen, weil ich... Nein, aber ich will das Ding bei Card Market finden. Tobi, es gibt doch Leute, die das du musst auch aus Leidenschaft machen, ne? Und das Geld deswegen, ne, mein lieber Dorf. Also. Du musst auf Card Market Dragon Ball gehen. Das ist mir schon klar, ja. Und dann musst du bei diesem, ja, so heißt das Set hier. Ich finde, by the way, ganz ehrlich, das, was sie am meisten verkacken, sind die Setnamen, finde ich. Das kann man noch nie im Leben aussprechen. Malicious. Was stand da? Machinations. Ah, Machinations. Und das andere Headset heißt Vichichis Ventures. du weißt, wo die Secret Rare drin ist, ne? In den hier. Okay, wir machen das. Gäste Pack, Digga. So, wer will anfangen? Ich will. Okay, Matt fängt an. Okay. Noch einmal! Ey, warte mal, Emre. Emre. Was ist, wenn ich jetzt sage, dann, du nimmst jetzt so ein Pack in der Hand und sagst, 1, 2, Emre, ich kauf das jetzt. Was würde eins kosten? Von denen? Ja. Ich glaube 4 oder 5 Euro. Das, also ich könnte jetzt einfach sagen, so, hey, das Pack, das kaufe ich dir jetzt ab. Für 5 Euro, dann machst du es auf. Okay. Und die Karte dann gehört mir. Okay. Okay, warte, geh mal kurz auf PayPal. Ey, warte, ich mach da mit, Digga. Wie viel? Ja, 5 Euro würde ich jetzt immer mal für ein Pack so schicken halt, ne? Würdest du die zuerst auf meinen Film das setzt, ob das die Big Boy Karte drin? Ah, guck mal, mehr sagt, hier ist die Big Boy Karte drin, deswegen soll ich die als letztes auch machen. Ja. Und wenn ihr diese Big Boy Karte Pack wollt, dann müsst ihr 10 Euro zahlen natürlich. Weil kann man Packs kaufen? Kann man Packs kaufen? Ja, warte, ich will euch nicht scammen, Digga. Guck mal bei Card Market, was geht denn ein Pack? Achso, die kaufen welche? Ja, die wollen... Junge, 5 Euro ein Pack, mein Gott, Digga, das ist doch nix. Hä, ja, für dich nicht, Digga, ich bin arbeitslos, warte mal. 4,25 €. Also mit Frachtkosten sind wir bei 5 Euro, also, ja. Ich nehme dir jetzt die Frachtkosten, ich glaubst du die. Ja, 5 Euro machen wir und sowas, ne? Warte mal kurz, ich muss jetzt nur... Einloggen. Digga, Dennis, denk an deine Zukunft, Mann.
Digga, wenn ich da die beste Karte rausziehe, habe ich meine Zukunft. By the way. Da muss ich Gramos kurz anrufen. Ich muss kurz mit meinem. Ja, sag ihm, er soll auch reinkommen. Ich muss kurz mit meinem. Kannst du mir kurz diese Box dahinter geben? Ja, super. Genau. Hier? Ja. Mit seinem Geschäftspartner. Ich muss kurz mit meinem Geschäftspartner reden. Guck mal, so eine Karte kann da zum Beispiel drin sein. Ich zeige euch das mal. Oh mein Gott, du machst es ja richtig professionell mit diesen Dingern hier. Was ist denn aus dir geworden? Hier, guck mal. Das ist einer der Karten, die da drin sein kann. Wie viel ist die wert? So, also 45, 50. Es geht immer ums Geschäft. Das ist eine Special Rare halt. Es gibt auch Secret Rare, die ist über 100, 200 Euro. Und das sind hier so, fast, das ist ein Display quasi. Weißt du? Komm, noch was da bist du. Warte mal, Geld schicken an Emre Uni. An Emre Uni geht oder hier so nicht. Einer. 500 Euro, ups. Für ein Booster. Ich mache jetzt 5 und dann gehe ich auf koreanische Born und dann kriegst du. Ja, bist du nicht fünf schon mal ein angeguckt, Digga? Ich schick dir jetzt 5 Telle. Wow. Kunst, so, Emre, sagst du. Komm mal, Emre, pass auf, ich nehme jetzt vom dritten Stapel. Vom dritten Stapel das dritte Booster. Warte, vom dritten. 1, 2, 3? Nein, andersrum. Hier. Ja, das dritte Booster. Ja. Ich wollte vom rechten das dritte. Das will ich. Emre, kannst du mal abchecken, ob was eingekommen ist? Warte, was meinst du, Dennis? Also hier, das, so sieht dein Pack aus, Brian. Ehre. Was meinst das du, Dennis? Kannst du das rechte mal alles komplett in die Hand nehmen und dann durchgehen? Ich sag dir dann Stopp. Stopp. Das dann nehme ich. Ich hab das Geld dir schon gesendet. Dann mach die beiden zuerst auf Emre. Nein. Wo ist was? Denn? Wo ist was? Spannung, du bist an mir! Ich bin vergessen! Richtig ausrasten. Die bleiben schön am Rande hier. Alle, dass ich gehe. Das war's mit Werbung schalten. Du kannst das Bier warten. Mama ist das am Erlösen. Warte, ich hol kurz mein SSS in der Mikrowelle fertig. Was ist denn wohl? Also Gramos ist weg, oder was? Gramos ist weg, aber wie viele Packs haben die sich gekauft? Eins. Nein. Okay, dann kaufe ich für Gramos nämlich auch eins. Das hier. Das, wo die Big Boy Karte halt drin ist. Ich denke nicht so ehrlich, so bin fuck. Korrekt, wenn ganz ehrlich, wenn ihr jetzt mir einen wegzieht. Wenn da jetzt wirklich die Big Boy Karte ich würde auch ich bin so korrekt. Cool. Wenn da wirklich die Big Boy Karte drin ist, dann darfst du sie halt auch angucken. Habt ihr gehört? Ich darf sie angucken. Dann. Okay, Leute. Also das Ding ist, bei dem Set ist das halt so, also, ja. Man kann halt auch echt nur Scheiße haben. Aber ey, 5 Euro fürs erste Gefühl, weißt du? Wie viel hat einen so ein Ding gekostet? 25. Okay. Emre, ich freue mich schon, wenn du livestreamst und ich hier in Discord komme und sag, ey Emre, ich schick dir mal kurz 1000 Euro für ein Pack. Ey, aber das fühlt sich echt geil an, so. Also, ihr kauft euch ein, dieses Feeling einfach jetzt hier. Mate, bist du dir sicher, dass ihr für ein Pack für euch beide? Okay, nein, warte, wir nehmen 2. Du, wenn ich Gramos anrufe, der sagt, er kauft alle. Dann sagt er... Ich nehme das ja gerade auf, also... Ja, yeah, okay, warte, dann nehmen wir noch eins. Okay, sag einen Ruf an und sag, ey, ich hab einfach du weißt, in deinem Namen eingekauft. Links ist meine Lucky Side. Mehr sagt, linke Seite, welches? Dann müssen wir, I guess, mit der letzten Goku gehen. Oh Junge, ich werd so mad sein. Ich hab jetzt von Brian's Ding nur Scheiße gezogen. Wenn ihr jetzt wirklich aus diesem vier... Weißt du, ich öffne jetzt gleich einfach das Doppelte von eurem oder Dreifache von eurem für mich. Und wenn ihr jetzt es wagt einfach aus diesen 4 Sets mich zu bumsen. So, du musst jetzt nur entscheiden, welcher ist denn deiner, Mate, dann? Hä? Nein, wir brauchst du nicht, wir sind ja sowieso immer halb. Also wir nehmen einfach zu zweit, okay. Zwei Stück. Okay, die nimmst du zwei Stück. Die liegen hier zur Seite. Außerdem, du hast sie gerade so in der Hand gehalten. Die werden, weißt, der linke wäre meiner gewesen. Die werden während des Dings niemals geändert. So, hier Brian, das ist deiner. Hier ist Dennis. Okay. Ich bin okay. Hier um... Ich schaue da drüber. Also keine so Seite. Close. Genau, Matt ist Judge. Ja. Entweder es wird okay, Stonks oder es wird einfach nur RIP.
Alter, ich hoffe, das wird was Gutes. Weil mein Vermieter will die Miete vor 3 Wochen. Ich brauche jetzt nicht. Ich öffne, ich hol schon mal ein paar Doubles. Ich hoffe, ich ziehe aus diesem Booster so viel raus, dass ich direkt Display leisten kann. So, dass deine Uni-Kosten bezahlen kannst. Hast du überhaupt Ahnung, über das Spiel? Nee. Also ich habe mir so ein bisschen Video. Ja, MSHOP bezieht eine gute Karte, damit er bei der Bank kreditwürdig aus. Sie haben letztens so viel Cash gemacht, wow! Und das ist mit Matt? Ja. Das hier sind die mit Matt. Nee. Hä, warte, nee. Das sind die Doubles League, das sind die mit Matt. Hier. Wow, okay. Das meine ich halt so, deswegen hole ich immer die. Und hier sind diese, warte, Double Sleeve, erstmal das da. Okay, Ladies. Diese Hände. Diese Hände werden mich gleich richtig ficken. Erstes Pack. So, weißt du, wenn du jetzt gleich irgendwie die heftigsten Karten ziehst, dann haben wir schon richtig Verlustgeschäft gemacht. Ja. Das Ding ist, Dennis, das ist halt kein Display, ne? Also hier kann alles Mögliche drin sein. Es kann nicht nur eine, zwei Special Rares oder so. Hört, hört. Was? Ich wünschte, ich hätte das früher gewonnen. Baby Evil Origins. Bulma. Ich hoffe, die ziehe ich. Missgeburt. Vegeta. Missgeburt, Digga. Baby. Goku. Son Goku. Die war auch heftig. Boah. Pilaf. Wäre es jetzt mein Pack gewesen, ich wäre mad gewesen. War das schon alles? Da kommt noch was, oder? Kommt noch was? Hallo. Ja. Kommt Song da noch einer? Nee, das war's. Das ist die Rare. Okay. Genau. Ich hoffe, ich kriege einfach meine 5 Euro raus. Wie gespannt seid ihr? Unnormal, Digga. Also ich führe eine Regel ein, um eure Sucht natürlich nicht weiter zu fördern, beziehungsweise zu fördern. Ihr könnt euch während des Packs übrigens immer wieder einkaufen, wenn ihr merkt, Emre zieht nur Scheiße, in den nächsten Sets, in den nächsten Packs wird echt nur was Gutes drin sein. Oh, ich dachte, das machst du extra nicht, weil das schon behindert wird. Die letzten 4 Packs können wir. Auf einmal so, ich habe alles gekauft. Guten Bulma. Krillin. Wer ist das? Kishime. Den kenn ich. Nappa. Wo ist der Bart? Der hat doch hier. Ja, der hat doch einen kleinen Bart. Der hat nur so einen Schnauzer. Achso. Damn, irgendwie meinst du, soll das mit mir stehen? Wow. Und das ist die Holo. Dude, ey, die ist immer eine drin, ja. Ne? Vergleich aber das ist jetzt das mal hier mit der. Guck mal hier, das ist hier so eine... Das der ist breiter, eine, ne? Das ist der ist breiter. So eine, The Virgin Yu-Gi-Oh! The Chad Dragon Ball. Und nochmal weg mit dem Müll. So true. Aber wir können, sind, haben die alle so eine Folie, ne? Nee, also dieses Secret, also Special Secret Rare, also die haben das nicht. Hm, okay. Natürlich, weil ihr in euren 4 Stück dieser Secret und Special Rares haben werdet, wa? Wie geht da? Das Ding ist, Mert hat safe die Holo, ich sag 100%, Digga, weil er hat wieder das linke gegriffen. Ja. Kann ich 5 Euro auf Mert setzen nochmal extra? Du kannst Mert überbieten, indem du 10 Euro... Nein. Mert, ich kaufe dir deine Booster ab. 10 Euro. Das ist nicht. Komm Mert, ich schick dir auch 5 Euro, wir tauschen Booster. Da ist was. Ja, aber das ist ein normales Glitzern, Digga. Das ist nicht dieses... Das Glitzern immer? Ja. Es ist aber nicht dieses freshe Glitzern. Es muss so wie diese Special Rares sein, weißt du? Wie viel sind denn diese jetzt, diese Karten so wert? Die? Die haben eine Quizzing, ja. Ich glaube zwischen 200 und 300 Euro. Won, meinst du? Hier ist Goku drauf, es muss was Gutes sein. Alter, die Quali ist aber auch... Damn. What the fuck? No joke, ne? Hätte ich nicht gedacht. Das ist echt krass bei dir, ey. Hätte ich echt nicht gedacht. Was ist die gute, ist die schlechte? Digga, bei Matt habe ich nur Pixel gesehen. Oh! Ja? Hat man das gesehen? Super Baby. Super Baby One? Das ist Super Baby 2. Auf der Rückseite, ne? Krass. Yeah. Baby Born. Und die kriegen das in beide Seiten ohne Printline zu tun. Alter. Irre. Wow.
Spiele. Guck mal, Bulla. Das ist die Tochter von Vegeta. Freezer. Dude, zeig nochmal Freezer, bitte, zeig nochmal Freezer. 360. Ist es sein Nip? Nein, oder? Was ist Nip? Sein Nippel? Nein. Ist sein Nippel hier? Nein. Wir haben noch nie Nippel. Kenn ich nicht. Ja, das sieht so weird aus. Oh, das sieht so aus. Guck, das ist so eine Reverse Holo. Oh. Und dahinter ist jetzt noch etwas. Chi-Chi, Mother the Majest. Alle. Komm, kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht aus wie ein Nippel? Was? Das ist aus dem Nippel. Nein, Mann. Okay, ich bin weird. Alles klar, aber danke schön. Wie sehen denn deine Nippeln aus? Ich sehe meine nicht. Geil. Ich schon. Komm schon. Wer geht da? Ja. Gohan. Bola. Nochmal Android. Reverse Holo. Okay, jetzt. Jetzt kommt ein Brecher. Raus. Junge, lass mich aus dem Pack hier noch eine rauspicken für dich, die jetzt öffnet. Okay. Okay, ready? Pass auf, es wird... Boom. Go for it. Das ist jetzt crazy. Mert hat es gesagt, also Mert... Das Ding ist, Leute, wenn Mert nicht eine gute Karte gleich zieht, dann ist es halt Gramos. Ja, wir ihn halt es war halt Gramos, jedem, ja, das er, Mal, dass ich aufgemacht habe. Ey, weil Gramos, die Gramos jedes Mal so zieht die heftigste Karte so und so, sag mal, was ist denn das? Er zieht die Ghost Rare, ey, was stimmt mit dieser Karte nicht? Das ist Hachi. Ich direkt abziehen und sagen, ja, die Karte ist scheiße. Die Karte ist nichts wert. Ich dir 10 Cent. Baby. Ey, ich hab das mir letztes Mal nochmal angeguckt, ne? Ich hatte das nie gecheckt so früher, wo der herkam, was da passiert ist und so. Okay. War der nicht aus GT? Ja, ja. Slowly. Komm schon. Oh. Trunks! Android! Nur Scheiße. Aber gut für uns. Ja, ich mein... tut uns voll leid. No, no, no. Nicht alle hier rein. Nein, nein, ständig geht was. Im Grunde das letzte Pack. Was laberst du? Emre. Ja. Inshallah ziehst du 10.000 Euro Karte. Danke, Heide, danke. Heide. Nee, ich hab schon, also wenn ich die nicht ziehe, dann hat einer von euch. Da ist nicht garantiert, dass irgendwas drin ist, oder? Also es ist garantiert halt, dass irgendwie eine Super oder Special oder so mal drin ist halt, ne? Aber echt jetzt? Ja, also nicht aus diesen 6 Packs, aber Digga, das sind 24 Booster, da muss eine sein. Okay. Oh! Super Rare! Scheiße, Digga, das wir machen nicht schon Minus, Alter. Wenn man wartet, wartet mal, bis ich eine Special ziehe. Nein! Warte, bis es bei mir ist. Das nee, das ist erstmal die... Perfect. Aber warum hüllst du den jetzt ein? Ja, achso, weil er ist immer kopfüber rein. Das gibt mir Spaß. Achso, weil du die dann so machst. I see, okay. You know? Warum hat die Karte jetzt verdient, einzugehüllt zu werden? Du kannst die eigentlich hier in diese Höhlen parken. Ja. Alle einzeln, ne? Ja. Ja. Ganz vorsichtig sein. Guck mal, du musst ja so sehen, du hast ja schon einfach durchs Aufmachen 20 Euro verdient, so, ne? Einfach zurück. Das macht ja auch Fun irgendwo. Deswegen, Dennis. Greif zu, Digga. Hol 2. Was laberst du, Digga? Gib Bock, ich hoffe, die zieh ich auch. Meinst du die? Ich hol, ich hol jetzt aus meinem Booster erstmal Cash für das nächste Display raus, sag's. Oh yeah. Ich würde es euch gönnen. Ich gönne mir eh nie was. Also nicht das heftigste Auto von allen. Digga, jedes Auto ist besser als kein Auto. Okay, Reverse Holo. Okay, jetzt kommt's. Trunks! Trunks, Digga. Trunks. Ist das der aus der Zukunft? Nee, ja, weiß ich nicht. Nein, ist er nicht. Ja, meine, ist der nimm mal yeah. Booster Nummer 4. 1, 2, 3, 4.
Das Ding ist, diese Booster Brine, ne? Die fühlen sich halt auch so richtig stark an. So. Also ja, die sind richtig. Ich feiere das. Dick. Das ist wie auch so oben rechts so ein bisschen. So auf, richtig auf dick halt, weißt du, sind so massiv. So. Da hat man nicht das Gefühl, da geht irgendwas gleich kaputt oder so. Die fühlen sich so ein bisschen an wie Lace Chips. So viel Luft drin auch. Okay. Hey, warte, was? Die Lace sind voll lecker. Hey, keine Produktplatzierung hier auf meinem Channel. Mmm, sind die lecker. Das Pack of Kings ist gesponsert von Lace. Der normale. Das Ding ist, Brian, ich habe mir das mal so angeguckt, ne? Die meisten Karten, die sich dann so verwandeln, ne? Die haben diesen Effekt, wenn er angreift, zieh eine Karte und so. Weil du ja immer so ein Fetischist bist fürs Ziehen. Ich liebe Ziehen. Die ziehen richtig viel. Würfel Part. Komm schon. Bulma. Pilaf. Pilaf. Typ, den keiner kennt. Jetzt hab ich schon. Nee. Komm schon, Mann, es kann nicht nur einmal bei dieser Super Rare. Willst du nicht einfach mal kurz eins von unseren schon mal aufmachen? Damit du gleich weggehen kannst? Ja, weil man Spannung. Ja, ich meine Dennis Pack zum Beispiel. Ich mach gleich ein März Pack auf. Nein! Ja, das ist gut. Gohan. Scheiße, Trunks. Jetzt bin ich in-game, Digga. Trunks! Freezer. Da sind Titten, Freezer, Bulma Familia. Piccolo. Dr. Oh, Urio, der hat. Ja, Digga, das sind, weißt du, das sind die Kombi. Oder nachher immer, aus, ne? Er zieht gar nichts, er sagt, okay, Jungs, ich kaufe euch eure letzten Packs wieder ab. Und wir sagen so, okay, 20 Euro das Schild. Da wird's so sein. Angebot, Nachfrage. Ist so. Scheiße. Ey, ich will meine Packs wieder. Digga, dann habt ihr einfach innerhalb von ein paar Minuten irgendwie, was weiß ich, das Doppelte rausgeholt. Hey, die. Oh. Guck mal, willst du die haben, Brian? Geh rüber. Okay. Und wait, 21. Geh rüber. Hä? Ah, guck mal, er hat den erschaffen. Ich check das aber nicht, wer ist, was ist das? Hab ihn nie gesehen. Das ist aus Wie einfach so ein Saiyajin, ich hab noch fuck up. Gibt's gerade noch ein Dragon Ball Anime? Super, ne? Aber ja, Blair, war, ne? What are you talking about? So, okay. Da kommt doch bald die nächste Dings Season und sowas. Ihr habt gesagt, es wird in diesem Pack sein, oder? Oh, Long Johns. Ihr habt gesagt, es wird in diesem Pack sein. Oh, der ist doch gut, oder gesagt, nicht? Guck mal, der ist so Awaken und sowas. Pan? Hä? Ja, weil sie hat ihn doch quasi so erwacht, also er ist ja dadurch erwacht. Er war ja erstmal dieser goldene Affe. Dann ist sie da hingegangen, hat geheult und dann hat er es gesehen und boom. Ehrenmann. Jetzt. Die hatten wir schon. Schmutz. Okay, spice it up. Dieses Mal das Pack von hinten, das die letzte Karte von hinten direkt auch mal. Okay. Das ist ein Fast Pack. Piro. Oh, okay. Alle. Tut mir leid, Herr Mann, ich bin gerade im Game. Ich kann es dir alles predikten. Emre ist genervt. Emre guckt die ganzen Stapel gar nicht durch. Das Ding ist, weißt du, in jedem dieser 6 Sets oder 4 Sets, die ich hatte, da ist halt immer eine Super Rare oder so drin. Das kann natürlich jetzt okay, sein, warte, dass ihr alle weggegriffen habt, so. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für sowas? Flip das? Obwohl, nein, lass es beim nächsten Set machen. Alles gut, beim nächsten Set. Wir machen Special Openings. Ja, Mann, die sind echt speziell. Die sind echt speziell. Zuschauer können sich die Packs einkaufen, wo die guten Sachen drin sind. Das wäre hier jetzt was drin ist. Jetzt ein Brecher, Mann. Hey, ist das gut. Ja, Mann, sag mal Bescheid, wenn du unsere aufmachst. Ich bin gerade in Game. Okay. Guck mal, so. So mal. Einer ist er also, Digga. Ihn interessiert gar nicht, dass er gerade 5 Euro aus dem Fenster geschmissen hat. Okay. Scheiße. Okay, jetzt flip's um. Zieh die letzte Karte und gib sie mir. Ich sleeve die schon mal. Aber zieh sie noch nicht um. Ich double sleeve die jetzt. Mach du dein Pack open. Menschen, jetzt kommt das Geilste, was kommt. Ja. Ghost Warriors, Ehre, beste Karte. Mr. Boo. Der ist süß.
Die finde ich so niedlich, ne? So komplette so Art halt so, weil er hat auch kaum, er hat auch keinen Text oder so, er hat einfach so eine coole Art. Super krass. Oh, long. Und jetzt? Oh, jetzt. Ja, ja. Drück rein. Mach du schon mal, das siehst du auf. Ich brauch hier Blitz, aber ich krieg's dich gar nicht, ich hab Angst, dass sie kaputt machen. Aber was hat er jetzt gedoubled sleep? Das ist die Frage. Hallo. Ja. Kann auch wieder raus. Nur oh, Scheiß. Nicht mal die Double Sleeve ist das wert. Aua, aua, aua. Die ist ja, wieso ist die so tight? Das ist nicht normal, oder? Nee. Die war ja, die Karte war extra breit, Leute. Ich pack das Sleeve mal lieber weg, Alter. Das ist ja... Das wäre wirklich jetzt so witzig, wenn ein von den drei Packs, die die Jungs gekauft haben, da die, ja, die Rare drin ist. Ja, das ist doch unser Ziel. Das geht ja immer so mad, ne? Das wäre schon witzig. Ich würde sowas auf jeden Fall wieder machen danach. Genau, direkt nochmal. Das ist oh, so gut. Oh, der ist doch gut. Das ist der ist super gut, ne? Rare. Damn. Also, genauso wie alle anderen, oder was? Nee, also der hier. Das ist Hit. Das nennt man Hit. Aber es gibt noch aber es gibt das noch nennt dickere, man wirklich oder? Hit. Ja, ja, okay. Es gibt noch dickere, weil der heißt auch Hit. Ja. Yeah. Okay. Also, das, ich guck mal kurz bei dem, ob das auch so ist. Nee, das geht. Machen wir die andere dann so extra fett. Nee, nee. Extra fett, die Karte hier. Und deswegen hat dieses Matte, weil es so etwas so geil finde. Oh, nice. Oh ja, so geil. Okay. Jungs, Pack Opening gesponsert von Matten Deck Sleeves. Das Ding ist, du kriegst richtig viel Aufmerksamkeit, wenn du solche Openings machst und einfach währenddessen noch Packs verkaufst, so dann fühlst du Zuschauer so. Oh, Ehre, die will ich hoffentlich ziehen, Digga. Jetzt krieg ich Knacks. Welche? Die Android 21. Ja, ich kann Awaken. Okay. Nö, ich kann dir die nicht geben, du musst die schon selber ziehen. Kannst ja noch mehr Packs kaufen, ich meine, hier kommt ja eh nichts. Hier kommt ja bestimmt noch was gut. Ich möchte Super Saiyan Vegeta Super Saiyan 4 geben. Das ist doch noch ein Pack, ja. Ist eine gute Karte. Ja, aber das ist, also, warte. Oh! Oh! Das ist so eine, ich weiß nicht, wie die das nennen, NHR-Karte. Damn! Die hatte ich auch schon mal. Brian, das ist die Karte, wo ich meinte zu Hannes, ey, die habe ich doch Hannes geschenkt für 20 Cent. Okay. Und die ging dann halt für 8, 9 Euro jetzt. Junge, sieht die geil aus. The Art of the Deal. Ich meinte zu ihm direkt, schick die Karte zurück. Hey, aber das ist doch auch nicht die normale Reverse-Holo gewesen, oder? Die hier? Ja, also das ist eine normale Holo und ab und zu kann halt dahinter nochmal was Gutes sein. So. Krass. Okay, okay, okay. Ich ziehe einfach die 140 Euro Karte, ich sehe schon. Digga, du hast doch gar nicht reingekauft. Wer hat reingekauft? Wer hat ja, ich habe auch keine Chance gehabt, oder? Wer ist denn Pussy? Willst du auch eins? Ja, jetzt ist ja zu spät, Digga, das ist jetzt behindert. Ja, ich meine, jetzt hast du noch... Oh, wer hat mich am Mittag und gewährt mir irgendwie keins? Sagst du, das wäre jetzt unlucky. Machst du noch eins auf? Nee, also das sind jetzt noch drei Packs, die ich hab. Nappa? Happa, Happa für Papa, Nappa. Holong. Reverse Holo und Big Hit. No, Aale, Digga. Warum so viele Aale, Mann? Meld, warum? Emre, keine Sorge. Die guten Karten kommen noch. Das sind die, die unten sind. Ja. Das sind die krassen Karten. Stell dir vor, jetzt wirklich aus den vier... Ich glaub, sie werden besser. Also ich glaube, ich würde... Ich schmeiß ihn auf den Dings ins Kors. Ich würde einfach gar nichts mehr sagen. Er ist einfach nicht mehr willkommen. Ich werde bedient. So, Emre geht auf. Ich schreibe mir so an, ey, man kriegt meine Karten. Hallo, hallo. Hä? Wie soll ich die euch eigentlich zukommen lassen? Per Post. Ja, aber Digga, da zahle ich ja dann nochmal 2 Euro Fracht oder was? Hey, 80 Cent Briefmarke rausklatschen. Ja, aber das ganze Display? Also das sind 12 Karten. Das reicht halt 80 die Cent. Gute, die gut ist. Der Rest kann zu Hause bleiben. Das noch? Oh, wow. Noch eine. Another one. Das ist ein Doktor, ne? Ist in aber Game Pack immer eine Karte extra drin? Wie? Nee. Achso, okay, danke schön. Da könntest du hier richtig mit einer Waage hingehen am Kiosk. Ja, aber weißt du, statt der, da gibt's auch bessere halt, ne? Okay. Das Ding ist, Emre, ich weiß halt, dann, ne? Hast du schon gute Hits so gemacht? So, weil ich glaube, dadurch, dass du nicht schreist, kann ich das schlecht einschätzen, ob du dich echt über die Karten richtig krank freust oder nicht. Nee, ich hätte mich jetzt über eine Special Rare gefreut. Achso, okay. Aber die kam noch nicht. Die kommt ja bei euch, dann freue ich mich für euch. Vielleicht. Du hast ja noch zwei Packs. Der ist so süß, ne? Mr. Boo.
Weiß auf Dr. Dings, Dr. Kaio Shannon. Und noch eine. Und jetzt kommt sie. Komm schon. Oh, eine super Rare. Oh. Another one. Die geht auch so 7 Euro. Hä, ist doch super. Mal mehr. Ja, vor allem, also nee, das Ding ist... Das ist kein Hit. Ja, nee, das Ding ist, also diese Promokarte an sich, hier, die da halt safe drin ist, die geht halt auch schon 6, 7 Euro, so weißt du. Was hat die das ganze Ding gekostet? 24. Okay, ist so. Also ja, das ist halt der Fun-Faktor. Beziehungsweise es hat mich ja nicht mehr so viel gekostet, weil ihr ja drin seid. Meine guten Freunde, die nicht jetzt gleich eine Special Red ziehen werden. Bestimmt nicht. Vegeta, Gohan. Wenn du jetzt eine richtig kranke Karte ziehst, dann weiß ich, dass der Rest Schrott Digga, ist. Wenn ihr echt einen Secret Rare gleich habt, dann raste ich aus. Boah, dann gönn doch mal, Digga. Guck mal, jetzt war der auch heftig. Du kriegst mal schon die Karte weg. Du mehr nimmst sie einfach. Sieht das aus wie Merzhand? So, wer von Gürtel euch, welche Digga? Karten? Im Gürtel welches Booster? Ich? Das hier ist Dennis. Ja. Das hier ist Brian. Nein, ich bin der Android. Du weißt, ich hab gesagt, so. Das ist ein Gamepack. Okay, das hier ist Brian. Ja, okay, mach auf. Und Matt hat wieder 2 Stück gekauft, oder was? Ja, Matt muss natürlich wieder übertreiben. Ja, Digga. Oh, was bei dir los, Matt, Mann? Der Junge, der scheiß Geld. Doch. Willst du die Hülle auch, Digga? Nein. Hey, bei Pokémon haben sie extra noch die Höhlen mit dazugegeben, weil die auch irgendwas kosten sollten. Ja, weil das 1000 Jahre alte Dinger sind, Mann. Tobi, Digga, denk doch einmal nach. 20 Jahre, Digga, nicht 1000. Hallo, ich muss mal. Okay, gute Karte. Die ist gut. Boah, ja, sag, Mann, komm, sag einfach, Zeit, welche du noch mitgeschickt haben willst. Die will ich. Ja, Mann, die will ich. Nein, die will ich nicht. Die will ich. Ja, die nehme ich mit. Nein, der ist schwul, der kann nach Hause gehen. Die Junge, der kann direkt gehen, Digga. Guck mal, wie die aussieht. Den nehme ich. Den packe ich mein Deck. Junge, diesen kennen. No, nein, man. Der kann sich verpissen. Die nimmst du mit, die ist geil. Der kann auch weg. Den braucht keiner. Junge, die kann auch weg. Glaube ich, Brandish. Den finde ich ganz cool, aber der kann weg. Der kann weg. Der ist. Oh ja, ich habe auch einen Hit, Digga. Die hast du auch, ne? Super Rare, ja. Wir haben Hit. Ich da ist nichts mehr hinter. Oh no! Da ist nichts mehr hinter. Ich hab einen Hit, Jungs! Er hat einen Hit. Ärmel, aber mach mal auch jetzt! Für wie viel geht Hit, Ärmel? Hit geht, ich glaube 100 Euro oder so. Oh Mann, ey, ich wünschte mehr gegangen und sowas. Hier, Brian, weil du's bist, pack ich da noch so ein Android zwischen. Sagst du als Tausch für die ich dir da lasse? Hm? War das Dennis oder Brian jetzt? Das war jetzt Brian. Das ist Brian. Okay. Für Brian, weil er, so coole, weil er so coole Displays gibt. Da. Ehre, Digga. Ehre. Die kommt in mein Deck. Ganz vorne rein. Als Cover. Cover Girl. Das gucken wir mal. So, Dennis jetzt oder was? Mach erst mal Mert auf. Ist Dennis überhaupt da? Dennis? Ja, warte, einen Moment. Nein. Dann machen wir erst mal Mert auf hier. Nein. Dann doch, nicht, warte. Zuletzt. Warte mal kurz. Einen Moment, wenn gleich die Runde vorbei ist. Wann ist die Runde vorbei? Gleich. Das ist nur ein Dings. Noch 55 Sekunden. Okay. Dann können wir ja schon mal eins von den anderen Packs schon mal aufmachen und dann Dennis so. Okay. So auf. Matt meinte dieses. Ist nicht seins. Das ist Gramos oder was? Das ist jetzt Matt und Gramos. Das ist quasi eine Person. Okay. Ich verstehe schon. Sag Bescheid, wenn die Hochzeit ist. Ich würde gerne Emges Gesicht sehen, weil gleich wirklich was ein Geiles dazwischen ist. Oh mein Gott, das ist ein Zeichen, Digga. Birthday. Oh, die Spannung steigt. Oh. Die Ghost Warriors sind auch schon. Oh. Wieso? Oh. Weil das jetzt. Ist ein Zeichen, jetzt kommt sie. Nein, dahinter jetzt. Noch. Jetzt. Ja. Auch oh, super rare. Immerhin. Dachte, Digga, immerhin. Ich kann die haben die Secret gezogen und schon. Immerhin. Oh, da war meine aber besser. Ich hasse Baby. Ich finde das voll der scheiß Charakter. Mehr du lebst noch. Aber ich habe gesagt, in dem anderen ist das krasse drin. So, das hier ist Merz Pack.
kann man sich gut merken, weil da... Und Dennis, was sagst du? Was? Ja, okay, jetzt kannst du machen. Hat. Yalla Habibi. Na Dennis, weißt du jetzt, wie sich die ganzen Kanaken bei Tito Krömer fühlen? Okay. Auf den behalten oder nicht behalten? Mach einfach, ich nehme alles, Digga, was da ist. Einfach mal auch bezahlt, aber da komm. Ich will auch die verpacken. Bitte ordentlich aufmachen damit. Ich will was besitzen. Son Goten, der ist cool. Tauschst du die? Nappa. Den haben wir auch zum ersten Mal gesehen, ne? Goten. Nee, Nappa. Bulma. Reverse Holo. Jetzt. Okay. Adi! Hadi! Warte, ich heb die ab. Ja. Ja. Ja! Alter. Ja, bei Dragon Ball ist das so scheiße, ne? Alle Karten sind einfach so übertrieben krass, dass ich weiß gar nicht. Man weiß gar nicht, was so selten nicht, was sein soll, Digga. Karte sein soll, ey. Ja, Dennis, also das war ein... Ja, Pöland, Digga! Ein Griff in den Ofen. Wert, Digga? Ja, du oder hast ein komplettes Baby-Set, was freu dich doch. Ja, er hat hier so sein... Auch noch haben, er hat die Geburt? Den Affen. Er hat ihn. Und du hast den Affen. Ja, ja Digga. Wer, was bist du mehr, Digga? Weißt du, Baby, Digga? Nee, das war vorhin Ausrast, aber wegen Valorant. Hm. Okay. Ey, ich glaub, ja, das ist das Pack, wo ich vom Anfang an gesagt habe, dass die krasseste Karte wäre. Mert, ich kaufe es dir für 20 ab. Willst du nochmal anmerken? 25. Ich kaufe ab. 30. Oh, scheiße. Alter, wer war das? Wenn man aus 4 von den Boxen nicht eine Special wäre, uff. Ja, es ist halt selten, ist ne? Da drin, ne? Scheiße. Digga, das wäre so krass, wenn er jetzt nicht die Karte zieht, ne? Bin ich glücklich, weil der den kriegt, mehr den Hass ab. Oh, da war sogar sie drin. Oh, Junge, das wäre das beste Pack der Welt gewesen. Junge, oh, Vegeta und sowas, Junge, wenn da jetzt... Ja, ich glaub, da kommt was Cooles, Digga, da war's ab. Digga, wenn Matt das wirklich zieht, dann muss ich mit ihm Lotto spielen, weil dann gewinnt er auch im Lotto. So. Oh, die habe ich noch nie gesehen. Oh, das ist auch noch Digga. Bad. Oh, jetzt okay, geht's los. Wir kommen in den Holo. Oh, mehr! Ja, das ist es. Diese Enttäuschung danach, wenn das auf ist. Aber die sehen gut aus. Die Reverse Holo sieht richtig geil aus. Die sieht fresh aus. Zeig mal Rückseite von der. Das ist hier. So die normale. Das ist, weißt du, was das ist? Zeig nochmal die Rückseite. Das ist, wenn man in der Türkei im Köy ist. Das sind diese Toiletten, wo man sich drüber hinhaut. Und wenn du gerade Chili gegessen hast, auch so bist, so sieht das und aus. Dann wird man zum Kajok. Guck mal, das bist du. Guck mal. Wenn du doch hinrennst nach dem Scheiß in der Türkei im Köy, dann läufst du da hin und dann drehst du die Karte um und dann bist du das auf der Toilette. Lass mich durch. Das Ding ist, mein Pick war korrekt, weil ich habe was Gutes gezogen, aber auch Emre nichts weggenommen, weil er auch die Karte gezogen hat. That's true. Genau. Achso. Tobi, weil du das, glaube ich, noch nicht richtig gut appreciaten konntest, in richtig guter Qualität. So sieht eine... Weißt du, da kannst du jede deiner Pokémon-Karten in den Müll werfen. Guck dir das an, Digga. Auch wenn du Goku nicht feiern solltest... Das ist nicht nur Vordergrund ist ein Kunstwerk, sondern hinten auch. Das stimmt, ja. Ist das der Rückseite von ihm? Achso.